Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit auch eine neue Produktvorstellung. Denn wir haben ein cooles Paket hier geliefert bekommen von ET Skateboarding, eine relativ neue Marke in der Branche. Und ich möchte das ganze Paket mal mit euch zusammen auspacken und gucken, was drin ist. Wir checken mal zusammen heute in dem Video den Shop von ET Skateboarding ab. Und das ganze Paket, was ihr hier im Video seht, werde ich dann auch verlosen. Was ihr dafür machen müsst, das seht ihr dann im Verlauf des Videos. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Jetzt checken wir aber erstmal ab, was wir hier im Paket so alles drin haben. Und was man zuerst sagen muss, es ist mega, mega gut eingepackt. Ich habe noch nie ein Paket so schön eingepackt gesehen, muss man dazu sagen. Also ET Skateboarding, gut gemacht. Tatsächlich sieht es jetzt bei mir nicht mehr so gut aus, weil ich es einmal schon ausgepackt habe und schon reingeguckt habe. Deswegen ist das alles ein bisschen durcheinander, aber dennoch sehr, sehr schön verpackt, muss ich sagen. So, ja, das erste, was wir hier drin haben, sind ja, ganz viele Sticker. Die werde ich auch mit dazu packen. Wir haben einmal ET Skateboarding hier in diesem Design. Sehr schön. Da haben wir auch direkt, ich glaube, 3 Stück oder so, ja. 3 Stück davon. Dann haben wir noch dieses coole Moment. Dann haben wir noch dieses coole Design hier mit einem Alien, glaube ich, mit einem Gehirn. Sieht auch ziemlich cool aus. Dann haben wir auch noch dieses Design mit drin mit einem UFO. Auch ein sehr cooles Design. Ja, das gleiche ist dann hier auch noch mal. Also wie gesagt, mehrere Sticker für euer Deck. So, und das nächste, was wir hier drin haben, ist einmal Wachs. Soweit ich weiß, auch alles DIY, also alles selber hergestellt. Riecht nach nichts. Es gibt auch Wachs, deswegen rieche ich immer. Es gibt immer Wachs, das auch duftet. Das duftet nicht. Ist ein Alienkopf. Ist auch eine richtig schöne große Größe. Und ich glaube, man kommt auch mit der Kante hier. Warte, ich will mal was ausprobieren. Ich hole mal kurz mein Deck. Einen Moment. So, nämlich was ich mal ganz cool finde bei Wachs, wenn die so Stellen haben, wo man die Wheelbites dann so ein bisschen dran kommt. Ja, kommt man dran. Seht ihr hier die Ecke? Da, wo normalerweise... Na, auch nicht ganz, aber wenn man das doch so seitlich, kommt man gut rein. In die Rolle rein, ist jetzt nicht zu groß. Passt genau rein, also kannst du auch deine Wheelbites mit einwachsen. Den Stuff, den ihr hier auch im Video seht, findet ihr auch im Skate Shop. Habe ich euch hier unten drin verlinkt und in der Videobeschreibung, falls ihr mal Bock habt, den Shop zu unterstützen und abzuchecken, macht das gerne mal. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Was haben wir noch? Einmal Grip Tape. Packen wir mal aus. Falsch rum. So. Ist ein cooles Design. Ist ein Supply Grip Tape. Standardmäßig kann man nicht viel sagen. Ist halt ein Grip Tape. Ist gutes Grip Tape, denke ich mal. Das Design ist auf jeden Fall cool. Und fetzt auf jeden Fall. Es gibt es auch in mehreren Farben, verschiedenen Farben. Ist auch, glaube ich, selbst gesprayt. Auch wieder DIY. Deswegen kann es halt auch sein, was bei so Sachen halt, die DIY sind, dass es dann vorkommt, dass die nicht gleich immer gleich aussehen. Aber so hat nicht jeder immer das gleiche Design und es fällt immer ein bisschen leicht ab von der Norm, das was ihr im Shop so seht. Packen wir mal wieder ein. So, dann kommen wir zum letzten Produkt hier. Ein Täschchen. Selbst gemacht, selbst gestickt. Selbst, ne, nicht gestickt, aber selbst gedruckt. Alles DIY. Kann man das so ein bisschen erkennen. Ist auf jeden Fall ein cooles Design. Fetzt auf jeden Fall. Ist hier so ein Graffiti-Spray in der Stadt, der dann das Logo drauf macht. Was ich halt auch auf der anderen Seite, sieht man das auch nochmal, ist auch nochmal selber dran genäht, das Logo. Aber was man noch zu der Tasche sagen muss, die ist momentan im Shop leider sell out. Also ist momentan nicht zur Verfügung, aber ihr könnt gerne mal abchecken, falls es da was Neues gibt auf der Homepage. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und dann wird das Ganze wahrscheinlich auch wieder bereitgestellt, also checkt gerne mal den Shop ab. Ja, eine coole Tasche. Könnt ihr dann zum Einkaufen benutzen zum Beispiel. Wenn ihr mal zum Bäcker geht, ein Brötchen reinpacken.
Könnt ihr aber auch zum Skaten benutzen. Ich habe ja auch immer mein Täschchen, wo ich zum Beispiel meine Schuhe reinpacke. Und Stuff wie Handy oder so Sachen habe ich dann immer in meinem Beutelchen. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Aber kann man natürlich auch für andere Sachen benutzen. Wenn ihr einkaufen geht, könnt ihr eure Bananen reinpacken. Habt ihr eure Bananen immer perfekt verstaut im Beutelchen. Eure Brötchen morgens. Sucht es euch aus. Tja, das war's. Mehr ist nicht in den Karton. Mal gucken, ist hier noch was drin. Nur ganz viel Kram und sonst ist das Ganze schon leer. So, und dann checken wir gleich noch mal kurz die Homepage ab. Dann sieht man hier noch mal die verschiedenen Grip-Tapes, die ihr hier seht. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Scrollen wir runter, haben wir hier auch noch mal die verschiedenen Farben von den Grip-Tapes. Auch guter Preis, finde ich. Hier noch mal ein paar Texte geschrieben, Videos. Da könnt ihr auch gerne mal abchecken. Da werden dann auch noch mal Produkte vorgestellt und noch mal was dazu zu den Produkten erzählt. Ist auch eine coole Homepage, finde ich. Sieht sehr cool aus hier oben. Sehr schön. Ja, noch weitere Produkte. Hier sehen wir auch noch mal die Tasche. Leider momentan nicht mehr drin. Kann man leider nicht bestellen. Wird es aber bestimmt irgendwann mal wieder geben. Gibt es hier noch Sticker-Packs. Die Sticker, die ihr gesehen habt, könnt ihr hier in einem Pack dann auch noch mal kaufen. Und dann haben wir hier auch noch das Skatewachs, das ihr auch gewinnen könnt. Ja, apropos Gewinn. Wie könnt ihr eigentlich dran teilnehmen an dem Gewinnspiel? Und wie wird das Ganze aufgelöst? Also aufgelöst wird das Ganze per Zufall. Also wenn mehr als ein Teilnehmer mitmacht, werden wir das Ganze dann per Zufall einfach auslosen. Also ihr schreibt einfach in die Kommentare Hashtag e.t.sb in die Kommentare und so werdet ihr dann auch schon automatisch mit dran teilnehmen. Und das war's auch schon wieder mit dem Video hier mit der Produktvorstellung. Und checkt auf jeden Fall gerne mal den Shop ab. Wie gesagt, alles ist unten verlinkt. Homepage, alles hier mit drin. Und vielen, vielen Dank ET Skateboarding für die Produkte, für die Bereitstellung, für das Gewinnspiel. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei einem weiteren Video oder irgendwas, was ihr hier auf dem Kanal so findet. Checkt es gerne mal ab, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, ein Abo nicht vergessen und vielleicht ein Kommentar. Ein fettes, fettes High Five. High Five! Butts!